ich bin Jakob, ich bin 18, ich bin Reseller. Also man kauft Schuhe, jetzt zum Beispiel bei mir Footlocker, und dann verkauft man die für einen erhöhten Preis, weil die Nachfrage so hoch ist. Damit verdiene ich dann mein Geld. Das war, glaube ich, 2016 oder 2017. Da waren so die ersten Adidas Yeezys am Start. Und dann, ich hatte selber nicht mal wirklich Interesse an den Schuhen oder so. Ich habe einfach dann gesehen, der Resale-Preis ist extrem hoch. Und dann wollte man die halt kaufen, um die zu verkaufen, weil das als einfaches Geld im Raum stand. Also erstmal natürlich das Kaufen der Schuhe, dann der Verkauf. Ja, es gibt Kleiderkreise, eBay ganz normal, eBay Kleinanzeigen. Jetzt für Resale genau, also für Schuh-Resale gibt es groß StockX, die sind international. Dann noch in Deutschland Plugi und dann noch, also man sollte es auch machen, ich glaube, das machen aber die kleineren Leute alle nicht, also dass man das dann auch steuerlich und sowas alles, also auch ein Gewerbe anmeldet, alles muss halt gut laufen, so quasi ein kleiner Betrieb. Der beste Schuh, glaube ich, der Travis Scott 1er Jordan. Der ist jetzt zurzeit wieder ein bisschen gefallen im Preis, aber der war halt Retail, also Einkaufspreis 190. Und Resale war, ich glaube, am Peak irgendwie knapp 2000 Euro. Und dann halt noch so, was ich jetzt als persönliches Highlight sehe, sondern nicht der beste Schuh, sondern die Menge eher. Es waren mal von einem 1er Jordan, ich glaube Light Smoke Grey oder so, mehrere tausend Paare hatten wir geholt insgesamt. Das war schon heftig, weil das dann halt nochmal was anderes als ein krasser Schuh. Also die waren jetzt nicht alle, das war nicht für mich, ich habe nur den Bot laufen lassen mit noch ein paar anderen Leuten zusammen und dann halt für einen aus England, der dann Geld hatte, also genug Geld hatte. Also natürlich gibt es auch, wenn du selber nicht genug hast, also nicht genug Geld am Start hast und du könntest quasi mehr Schuhe kaufen, quasi du hast die Möglichkeit, aber das Geld fehlt, dann gibt es immer Leute, die sagen, jo, ich gebe dir 5 oder 10 Euro oder 15 Euro, kommt drauf an, was für ein Schuh das ist, wenn du mir den kaufst. Also für jeden Checkout, also für jeden Kauf, 10er. Und dann kannst du natürlich noch laufen lassen. Das sind dann quasi die Investoren. Also die automatisieren einfach den Kaufprozess. Also du würdest ja normalerweise auf die Seite gehen, vielleicht dann auf so einer Warteschlangenseite warten, dann mühselig in den Einkaufswagen hinzufügen, E-Mail eingeben, Adresse, dann bezahlen auswählen, bezahlen, alles ziemlich langsam und ein Bot macht sowas halt dann hundertfach quasi in wenigen Sekunden. Bist halt quasi immer im Kampf gegen die Seiten selber aktiv. So. Die ändern was, du musst wieder abändern. Es sind meistens nur so Kleinigkeiten, aber es ist trotzdem im Endeffekt viel Arbeit. Mittlerweile mindestens 3 Stunden am Tag, ja eigentlich jeden Tag. Es gibt zurzeit ist wieder groß, so Sammelkarten und sowas bekommt langsam Resell, Grafikkarten, PlayStation 5 natürlich, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen inzwischen. Was war noch in letzter Zeit? Ach ja, so Alltagsartikel, so Webcams, hat jetzt während Corona, haben das richtig viele Leute auf Massen, zum Beispiel bei Logitech aufgekauft, um die dann jetzt an die Arbeitsgeber, die haben die dann alle auf Masse aufgekauft, um an ihre Arbeitnehmer zu verteilen, damit die in den Videokonferenzen dabei sein können. Ja, eigentlich würde ich so Schüler, wenn man braucht ein bisschen Startkapital, aber wenn man das hat, kann man erstmal auch ohne Bot schon mal gut was holen, vielleicht in solche Gruppen gehen, es gibt viel Resell-Gruppen und dann da anfangen und dann sich langsam hocharbeiten, dann irgendwann einen Bot kaufen. Ja, also ich hätte jetzt auch Schülern empfohlen, weil ich da auch angefangen habe. Hat ja geklappt. Ja, Zeit ist immer anstrengend, also das dann so zu vereinbaren, was man gerade wichtiger empfindet. Schule kommt man manchmal zu spät oder so, weil die Schuhe kommen halt meistens ja so, wenn sie in der Woche rauskommen, auch 8 oder 9 Uhr. Da muss man dann mal ein bisschen krank sein oder so. Aber ja, sonst passt es eigentlich noch ganz gut.